Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit den Bayern. Ja, wir beschäftigen uns in letzter Zeit hauptsächlich mit reichsinternen Kriegen bzw. mit der Reichsordnung hier. Schließlich sind wir der Kaiser und wir werden das auch weiterhin so tun. Und ja, wir werden vielleicht jetzt mal, bist du so alles verbündet mit einem Haufen Leuten. Kleber hat sich schon wieder so komisch hier ausgebreitet. Ja, wir werden jetzt vielleicht mal versuchen, Hessen anzugreifen. Nee, hier, Würzburg anzugreifen. Warum auch immer Würzburg mittlerweile in Hessen ist. Ist eine andere Geschichte. Aber sie sind auf jeden Fall in Hessen, von daher versuchen wir sie da mal rauszuwerfen. Mal schauen, mal schauen. So, mit unseren Ideen kommen wir aktuell nicht so krass voran. Ach, guck mal, Polen ist mittlerweile eine absolute Monarchie und hat jetzt hier die 46.000 Rebellen. Er denkt sich so, na, ich kämpfe lieber noch weiter gegen Russland. So, ziehen wir mal hier euch hier alle ab. Ich brauchen wir da nämlich nicht. Dann können wir mal ganz kurz gucken, ob wir mit Russland Frieden machen können. Nein. Schade aber auch. So, Spanien. Versucht hier die Rebellen zu bekämpfen, aber nee, das reicht nicht, so wenig Einheiten in Spanien. Da musst du schon ein bisschen mehr schicken. Spanien hat nur 55.000 Mann. Wie kann Spanien so wenig Einheiten haben? Es ist sehr suspekt, dieses Spanien in diesem Spiel hier. Sehr, sehr seltsam. So, der ganze Norden hier, den müssen wir halt irgendwie mal noch konvertieren. Was ist denn hier los? Hamburgsche Unterdrückung der Verdenschen Ketzerei. Das gefällt mir aber nicht. Wir geben hier Geld und dann werden wir Frieden erzwingen. Vorausgesetzt, ich finde den Button. So, Staatsehe mit den Ungarn ist ausgelaufen. Wir können keinen Frieden erzwingen, solange ein Waffenstillstand mit dieser Nation in Kraft ist. Also für ein Jahr noch. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Achso, nee, warte mal, so rum müssen wir es machen. Hamburg, Frieden erzwingen auf Verden. Genau, zack. Hamburg hat abgelehnt. So, wir sind im Krieg mit, wow, einer ganzen Menge Typen. Und wir sind nicht der Kriegsführer, nehme ich mal stark an. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Müssen wir noch ein paar mehr Söldner bauen. Kann man nichts machen. Ist auch nicht ganz klar, warum Norwegen jetzt hier der Anführer der Protestantischen... Ah, nee, Böhmen ist mittlerweile der Anführer der Protestantischen Liga. Oh je. Böhmen, Böhmen. So, sammeln wir hier mal unsere ganzen Söldnertruppen. Wir haben jetzt hier immerhin noch Siena auf unserer Seite anscheinend, die vorher da nicht hochkamen. Da ich jetzt im Krieg dabei bin, kommen die jetzt auf jeden Fall hoch. Der Livonische Orden ist auch auf unserer Seite dabei, das gefällt mir doch. So, wohin fliehen die denn? Gelra anscheinend, dann verfolgen wir sie mal, weil wenn wir die 14.000 hier ausgelöscht haben, dann sind wir schon mal einen Großteil der Armee los. Das wäre ja schon mal was. Sehr schön. Was zum Teufel? Warum hat die KI das jetzt angenommen? Willst du mich verarschen? Die KI ist einfach so unglaublich dämlich. Das ist echt nicht mehr wahr. Ja, 300 Dukaten in den Wind geschossen. Nice KI, good job. Mein Gott. Super. Super. Ach. Warum? Jetzt haben wir auch noch Waffenstillstand mit diesen ganzen Idioten für ein halbes Jahrhundert. Na toll. Solche Dinge freuen einen doch immer. Die KI so einen super behinderten Scheiße macht.
Eroberung gegen Würzburg. Naja, okay, dann machen wir halt jetzt erstmal das. Nein, das ist Köln. Wir kämpfen jetzt hier einfach nur noch mit Söldnern die ganze Zeit. Das andere ist hier ein bisschen zu nervig. Machen ja auf mysteriöse Arten und Weisen immer noch Geld. Trotzdem. So, die Pfalz, Oldenburg, Kleve, Frankfurt, Aachen. Davon sind schon einige konvertiert. Aachen können wir konvertieren. Oldenburg können wir konvertieren. Die Pfalz haben wir schon konvertiert und Frankfurt haben wir auch schon konvertiert. Und Hessen können wir natürlich konvertieren. So, die Ungarn sind immer noch hier mit ihrem internen Konflikt beschäftigt. Das heißt, die wollen uns dann nicht unbedingt helfen. Naja, kann man nichts machen. So. Ach verdammt, ich habe schon wieder vergessen, meinen neuen Rivalen auszuwählen. Da gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch einen brauchbaren General. Nein, natürlich nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Was für Pech ich gerade habe mit dem Generalwürfeln. Das ist schon ein bisschen ärgerlich hier. So, wir sind wieder mit 1 Million Reichsländer im Krieg. Oh je, ich sehe das schon kommen. Das wird jetzt wieder massivst nervig hier. Wohin fliehen die? Achso, ich darf nicht so laufen wie sie, alles klar. Ich muss so herumlaufen. Dann verfolgen wir mal den Großteil hier, der hier nach Oldenburg flieht und hoffen, dass wir sie da oben besiegen können. Ach toll, dann jetzt ist mein halbwegs brauchbarer General noch gestorben. Yay! So, komm schon. Stack Wipe. Sehr gut. Okay, der Krieg mit Russland ist vorbei. Wir haben Mansur und Kyzylyar erobert anscheinend. Und ja, die Polen sollten vielleicht jetzt mal hier ihre Rebellen besiegen. Wäre zumindest mal eine Idee. Ja, dann fangen wir jetzt hier erstmal an zu belagern. Fröhlich. Überall, wo wir können. Denn wir haben ja jetzt gerade den größten Teil der Armee platt gemacht. So, reichsautoritätsmäßig. Ha? Ach, die haben einen Kurfürsten annektiert. Stimmt, ja. Dann müssen wir mal ein neues Kurfürstentum vergeben hier. Irgendwen, der uns halbwegs gerne hat. Elsass mag uns gerne. Elsass, du bist ein neuer Kurfürst. Und du wählst für uns. Sehr gut. So, wir brauchen mal wieder ein paar neue Kanonen, glaube ich. Wir haben aktuell nur recht wenig. Von daher bauen wir mal. Einfach mal. 7. Wir haben 7, dann hätten wir 14. Ja, das klingt ganz gut. So, was ist hier los? Helfen wir hier mal Köln. Und Österreich hat Aquileia annektiert. Das gefällt mir nicht. So, jetzt haben wir immerhin einen ziemlich guten Reichsgrund, einen Kriegsgrund gegen Österreich. Aber das hilft jetzt gerade nicht wirklich. Warum verlieren wir unsere ganzen Kardinäle gerade? Was ist denn da los? Wir haben keinen Kardinal jetzt mehr. Doch einen haben wir noch. Was zum Teufel? Das ist ja ein bisschen komisch. Bisschen sehr komisch. Ah, neue Technologie am Start, alles klar. Wir können das eine Universität bauen. Leider keinen Bauplatz mehr in München. Wir können aber mal erstmal hier die Baracke ausbauen. Und wir sollten vielleicht auch mal Frankfurt belagern, wenn wir schon alles auf einmal belagern. So, da sind unsere neuen Artilleristen. Schicken wir sie mal gleich mal dahin, wo wir sie brauchen können. Hier könnt ihr dann auf die Pfalz drauflaufen. Und dann sollte dieser Krieg hier bald vorbei sein.
können mittlerweile tatsächlich 60.000 Mann bauen. Damit hätten wir mehr als Österreich. So, Würzburg ist das Kriegsziel, das heißt, das geben wir auf keinen Fall ab. Wir werden jetzt ein bisschen Beziehungen mit Köln wahrscheinlich verlieren, weil ich werde ihnen ganz sicher kein Land geben jetzt. Ich würde eher ganz gerne mal Köln irgendwie wieder ordentlich machen, sodass Münster zu Münster gehört und Köln-Paderborn wieder bekommt. Was haben wir hier? Sonntagsschulen? Ja, warum nicht? Eine mehr Missionarsstärke kann nicht schaden. So, die Pfalz ist gefallen. Schicken wir die restlichen Kanonen und so weiter mal hier hoch. Frankfurt ist gefallen. Das geht jetzt relativ flott alles. Wir können jetzt mittlerweile auch schon die Stufe 2er Festungen bauen. Aber das lohnt sich einfach geldtechnisch aktuell noch nicht. Können wir uns noch nicht leisten. Gut, das liegt jetzt natürlich auch primär daran, dass wir einen Haufen Söldner haben. So, Köln. Erstmal Frieden mit Aachen. Du wirst jetzt wieder katholisch, bitte. Gibst mir mal dein ganzes Geld. Deine Bündnisse möchte ich eigentlich nicht aufkündigen. Kriegsreparationen, Ansprüche aufgeben. Zack. So, Aachen ist wieder katholisch. Sehr gut. Das ist doch schon mal höchst angenehm. Dann die Frankfurter. Die können uns auch mal wieder Geld geben. So wie sich das gehört. Ja, das habe ich nicht abgeschickt. Ups. Komm schon. Hallo. Ha. Wenn man auf das 3D-Modell klickt, dann kann man die Provinz nicht anwählen. Das ist interessant. Also das 3D-Modell von dem Vor, meine ich. So, dann noch die Pfalz. Wir haben immer noch einen Anspruch auf Heidelberg, theoretisch gesehen. Wenn wir den wollen würden. Aber ich glaube, das wollen wir jetzt gerade nicht. Das gibt auch einen Haufen aggressive Expansion. Das muss nicht sein. Lassen wir sie einfach ihre ganzen Ansprüche aufkündigen und uns ihr Geld geben. So, Kleve. Lagern wir hier mal noch die letzte Provinz. So, du gibst bitte das an Münster ab. Dann gibst du mir dein Geld. X-Reparationen. Das sollte erstmal reichen. So, damit ist Münster jetzt zumindest mal wieder halbwegs wiederhergestellt. Ach, da oben belagern wir ja immer noch. Sehe ich gerade. Schließt euch mal mir an, damit das ein bisschen flotter hier geht. 71%. Also die Kanonen, ich finde das wirklich cool, muss ich sagen, die Änderung mit den Kanonen. Dass die Kanonen jetzt wirklich so viel Einfluss auf die Belagerung haben, das gefällt mir. Gefällt mir sehr. Das macht nämlich wirklich Sinn, dass auch die Kanonen einfach so massive Auswirkungen haben darauf, wie schnell man Preschen bekommt und so weiter. Das ist wirklich, finde ich, ziemlich cool geändert worden jetzt in dem aktuellen Patch. So, Kriegsreparationen und dann, ja, war's das. Konvertieren ihn natürlich, wie immer. So, okay. 0,000. Okay, alles klar. Würzburg hat Frieden mit Köln geschlossen für Geld. Und jetzt belagert Hessen das. Veräppeln mich doch nicht. Hessen, das ist jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Was ist das hier für ein Krieg? Wahrscheinlich Rückeroberung. Ja. Köln, was soll denn das jetzt? Was war das schon wieder für eine dumme Aktion? Mainz, es hat sich der katholischen Liga angeschlossen. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Oh, wir sind militärisch ganz schön hinten dran. Ne? Sollten wir unseren Fokus wechseln? Administrativer Fokus hat aktuell gerade nicht wirklich viel Sinn mehr. Also das werden sie nicht annehmen. Aber gut, ist eh egal, weil Hessen wird sie eh gleich erobern. Von daher kann man da eh nicht viel machen. Sonst nehmen wir ihnen einfach noch ein bisschen Geld, wenn wir können. Haben wir eigentlich noch 18 Kriegspunkte? Plus 20 durch Schlachten. Achso, ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Naja, nehmen wir ihnen ihre 62 Dukaten weg. Alles klar. Und dann können wir jetzt mal keinen neuen Rivalen auswählen. Weil wir
offensichtlich zu stark sind für einen dritten Rivalen. Das ist ja nervig. So, ist die PU eigentlich endlich aufgelöst? Immer noch nicht. Du lebst immer noch. 58 ist der Typ jetzt schon. Das ist ja ein bisschen komisch. So, 0,000 plus. Alles klar. Es wird gleich wieder weniger werden. Sobald wir... sobald Hessen hier Hessen erobert. So, sie haben ihre Rebellen besiegt, so wie es aussieht. Das heißt, Polen-Litauen ist jetzt eine absolute Monarchie. Weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Aachen, Frankfurt, Nassau. Unser Staatsmann Otto Hafenprädel ist gestorben. Okay. So, wann ist das denn hier endlich rum? Kann man irgendwo noch sehen, wann das angefangen hat, zufällig? Kann man das in unserer nationalen Geschichte nachschauen? Ich glaube, es war relativ spät. Wenn wir mal hier gucken. Karl Theodor der Erste, bayerische Eroberung von Pilsen. Ja, das war 8. Polnische Eroberung von Ermland. Ich weiß es nicht. Also, es müssten ja entweder 50 oder 100 Jahre sein, irgendwie sowas in die Richtung. Alles andere würde nicht viel Sinn machen. Ach, guck mal, Meier. Die Schweiz hat ihre eine Kernprovinz zurückerobert. Das ist ja... interessant. So, wie viele Söldner haben wir hier eigentlich immer noch? Nein, ich möchte die anderen. So, gib mir die. Ach nein. Armeemanagement in kleinen Provinzen ist so spaßig. So, das hier sind alles die Söldner. Wir haben tatsächlich 40.000 Söldner gerade. Das ist ja ganz schön übel. Naja, okay. Wir können es uns anscheinend leisten. Aber ich denke, wir sollten trotzdem den Söldneranteil reduzieren, sodass wir 10.000 Söldner irgendwie so pro Armee haben. Das ist dann immer noch genug, um eine Menge Manpower zu sparen. So, hier spalten wir dann mal noch 4 Kanonen ab. 10 Kanonen sollten reichen pro Armee. Wir sind ja jetzt noch nicht irgendwie 18. Jahrhundert oder so, wo wir so ultra viele Kanonen brauchen in jeder Armee. Natürlich sind Kanonen jetzt schon ziemlich gut, aber wir können uns halt auch nicht leisten, in jeder Armee so viel Kanonen zu haben. Das ist viel zu teuer. Das ist definitiv zu teuer. Wir bauen jetzt erstmal mit unserer Manpower wieder ein paar normale Truppen. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt hier aus Österreich Aquileia freilassen würden, wäre das dann katholisch oder nicht katholisch? Weil wenn es dann protestantisch wäre, dann hätte das nicht wirklich viel Sinn. Es freizulassen, meine ich. Das wäre dann ziemlich dämlich. So, da ist unsere Manpower schon wieder leer. Wie bekommen wir überhaupt? 489? Nee. Ist nicht unbedingt so viel. Wir sollten mal unser Geld vielleicht mal benutzen, um überall unsere Übungsplätze und so weiter auszubauen. In Pilsen, da gibt es relativ viel Manpower. Hier und hier. Wow, hier würde es super viel bringen, aber da haben wir keinen Bauplatz. Müssen wir nur zweimal investieren, dann machen wir das. Und dann bauen wir hier einen Übungsplatz. Und dann den Rest unseres Geldes behalten wir. Den brauchen wir wahrscheinlich noch, um Kriege zu führen.
So, Kaiserwahl, alles easy gerade, sehr gut. So, wenn wir jetzt immerhin, wenn unser Herrscher jetzt stirbt und wir unsere Reichsautorität dazu bekommen dadurch, haben wir immerhin jetzt mal den Vorteil, dass wir sie dann nicht sofort wieder verlieren. Das ist ja schon mal was. Österreichische Bauern. Was ist denn da los? Was ist hier für ein Krieg los? Angreifer gegen Trier. Trierische Eroberung von... Luxemburgische Eroberung von Trier. Lagert hier jemand Trier? Ja, Holland. Gefällt mir aber nicht so sehr, muss ich sagen. Müssen wir dann wohl oder übel eingreifen. Können wir immerhin Luxemburg konvertieren und Holland und Utrecht. Vielleicht auch noch, auch wenn die wahrscheinlich recht viel Punkte kosten werden. Nehmen wir unsere neu gebauten Armeen mit, verballern mal wieder unsere schöne Manpower, die wir gerade erst verwendet haben. Wow, die haben echt viele Einheiten hier. Forst, Forst. Das ist relativ egal, wo wir angreifen. Ich hoffe mal, die KI hilft uns. Nein, sie rennt lieber nach dort oben. Was natürlich massivst viel Sinn macht. Aber gut, wir haben es Gott sei Dank auch so geschafft. Und wir versuchen wieder das gleiche wie vorhin, dass wir einen Stackwipe jetzt bekommen. Das wäre höchst angenehm. Oh, das wird aber ganz schön knapp hier. Wow, wir haben einen echt guten General. Ne, 226 hat der. Wow, der hat uns aber ganz schön, trotzdem ganz schön platt gemacht. Wir bekommen einfach keine guten Generäle her. Wir bekommen auch keine Armeetradition, obwohl wir die ganze Zeit im Krieg sind. Wir sind ja wirklich dauerhaft am Krieg führen und trotzdem bekommen wir keine verfluchten Generäle. Keine Armeetradition. Das ist so nervig, dass das seit in den ganzen letzten Patches so gewesen ist. Es geht mir so auf die Nerven einfach nur. Wenn die Generäle wenigstens nicht nur auf Armeetradition basieren würden, dann wäre das ja okay. Aber sie basieren halt nur auf Armeetradition und Armeetradition bekommst du halt einfach aktuell nicht. Im nächsten Patch wird es dann zwar so geändert, dass Festungen, wenn man sie angeschalten hat, im dauerhaft Armeetradition bringen, aber das ist nur maximal ein pro Monat, das heißt, das ist nicht wirklich viel. Ein pro Jahr natürlich, nicht pro Monat. Der Turman hat uns als Rivale deklariert. Ist aber unschön. Ach, der Franzose hier. Angreifer gegen Hennegau. Ne, Verteidiger gegen Hennegau. Ist doch höchst interessant, dass Frankreich hier immer noch am Leben ist mit diesen drei Provinzen. So, unsere Manpower ist wieder leer. Aber gut, das war zu erwarten. So, komm schon. Yep, sehr gut, sehr gut. Beides gewonnen. Greifen wir hier mal die Holländer an. Ihren bescheuerten, super guten General. Ich kann mir jetzt nicht erzählen, dass wir diese Schlacht hier verlieren. Wir hatten fast 30.000 Mann mehr als sie. Gott im Himmel. Warum? Warum einfach nur? Dumme kleine Scheiß-HAE-Nation. So OP. So, komm. Gib mir Söldner. Gib mir einfach nur Söldner. Söldner über alles. Er braucht irgendwas anderes außer Söldnern. Wenn wir wieder unsere schönen neu gebauten Regimenter gleich mal wieder konsolidieren. Yay. Warum habe ich sie überhaupt ausgehoben? Es war eigentlich vollkommen klar, dass wir das... dass das eh nichts bringt. Ah, sehr gut. Burgund ist schon mal aus diesem bescheuerten Krieg hier jetzt raus. Das gefällt mir. Schon mal 10.000 Mann weniger. 15.000.
Er hat drei Provinzen, kann so viele Einheiten bauen. Das ist so lächerlich wegen diesem dummen Basis-Force-Limit. So. Hat er jetzt echt gerade eine Wehr erobert? So, wo wollt ihr hier schon wieder hin? Ihr wollt mir schon wieder nicht helfen, sehe ich das richtig? Irgendjemand muss hier aber jetzt mal angreifen, weil sonst belagern die das zurück und das ist ihre Hauptstadt. Oh, Gott sei Dank, wir haben mal gut gewürfelt. Zwei Neuner hintereinander. Endlich. Oh, das war jetzt höchst angenehm, wo sie jetzt hingeflohen sind. Das muss man jetzt dem Spiel lassen, das war nett. Römische Nationalisten haben wir gleich in Pilsen. Erhöhen wir die Autonomie. Ich habe jetzt gerade definitiv nicht die militärische Stärke, um auch noch mit Rebellen mich zu befassen. Diese ganzen kleinen Kriege gegen diese ganzen doofen HE-Nationen mit so vielen Entwicklungspunkten ist wirklich, wirklich, wirklich nicht so spaßig. Wir haben schon wieder sehr viele Admin-Punkte. Erhöhen wir München wieder ein bisschen die Grundsteuer. Wo noch? Ansbach könnten wir vielleicht mal ein bisschen ausbauen. Da ist so gut wie gar nichts. Machen wir das mal. Und Regensburg können wir auch mal auf 3 erhöhen. Was ist denn hier los? Brandenburg wird da komplett kaputt gemacht. Braunschweigische Unterdrückung der brandenburgischen Ketzerei. 13 Schlachten. Ja gut, das gewinnt natürlich jetzt der Pole für ihn. Was ist das hier jetzt noch für ein Krieg? Verteidiger gegen Hennegau. Hennegauische Eroberung von Rethel. Verteidiger gegen Aachen. Aachenische Eroberung von Koblenz. Ach, warum könnt ihr nicht einfach mal im Frieden leben hier im Heiligen Römischen Reich? Ist das denn so schwierig? Das wäre doch wirklich mal höchst angenehm. Einfach mal Frieden zu haben. So, ich nehme mal an, das sind hier alles nur Söldner. Na, so gut wie. Ja. Dann werden wir jetzt hier einfach einen Sturmangriff machen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Wir waren ja auch so stark in der Überzahl, dass das relativ gut geht. Aber das Problem ist jetzt natürlich, wir sind hier nicht der Kriegsführer. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass die Trierer einfach jetzt mal so einen unnützen Frieden schließen. Level 5 Festung. Ach, die haben die schon einmal ausgebaut. Das ist eine Bastion hier. Das ist natürlich eklig. Wir können jetzt natürlich hypothetisch gesehen einfach einen Separatfrieden machen, damit zumindest Luxemburg die richtige Religion annimmt. Weil ich denke, die beiden da oben werden wir eh nicht konvertieren können. Wir können mit denen ja keinen Separatfrieden schließen. Von daher machen wir das jetzt so. Konvertieren wir Luxemburg. Das sollte erstmal reichen. Ne, wir nehmen lieber das Geld als Kriegsreparation. Denn das ist definitiv mehr Geld, als wir durch die Kriegsreparation bekommen würden. Und dann hoffen wir mal, dass die Trierer jetzt einfach diesen Krieg alleine gewinnen können. Sollten sie eigentlich. Schließlich haben wir alle feindlichen Armeen und so weiter besiegt. So, und damit ist unsere Manpower mal wieder leer. Juhu. Aber diesmal haben wir nicht wirklich viel Manpower verloren. Und daher geht es noch, geht es noch. So, wir kriegen 0,01 im Monat. Wuhu. Sobald endlich der religiöse Konflikt rum ist, werden wir dann wirklich dann mal tatsächlich Punkte bekommen. Das wäre sehr angenehm. Naja, auf jeden Fall werde ich mich für heute erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.